Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Lösung für Übung 9, Aufgabe 1 anschauen, in der wir für die Kontaktverwaltung, die wir eben in Übung 3 meines Erachtens schon erstellt haben, für diese werden wir jetzt ein Graphical User Interface bauen. Und im Prinzip soll das Hauptfenster eben so aussehen, dass wir auf der linken Seite eben den Masterbereich haben, indem wir alle Kontakte darstellen, die wir haben, und im rechten Teil haben wir eben den Detail-Bereich, wo wir dann eben zu dem ausgewählten Kontakt die entsprechenden Detaildaten sehen. Und diese Master Detail View ist ergänzt um diese vier Buttons hier unten. Das heißt, ich habe hier ein Plus, um eben die den entsprechenden eine neue Person hinzuzufügen oder einen neuen Kontakt. Hier kann ich einen bestehenden Kontakt editieren, hier kann ich einen ausgewählten Kontakt löschen und wenn ich Änderungen habe, kann ich sie hier mit dem Speichern-Button einfach entweder in die Datei oder eben später, wollen wir auch eine Datenbank anbinden, dann eben dorthin übertragen. Genau, das ist sozusagen das Erste, was wir machen. Hier steht auch, dass wir eben die Zeichen für diese Buttons hier unten bekommen, indem wir in eine entsprechende Schriftart namens To Go UI Symbol in der Character Map mal aufmachen können. Das heißt, wenn wir hier mal Character Map eingeben, dann finden wir hier eben diese Schriftart To Go UI Symbol und unter Windows 8 sind hier eben ganz unten sehr, sehr viele zusätzliche Zeichen enthalten, die letztendlich als Symbole gebraucht werden können. Also hier haben wir unter anderem eben das Speichern, hier diesen Editieren, hier das Löschen und hier haben wir beispielsweise das Plus, die wir dann wiederverwenden können. Ja, was ich hier bereits gemacht habe, ist, dass ich hier eine Solution erstellt habe. Hier ist eben schon das Main Window enthalten. Was ich noch machen werde, ist, dass ich mir aus Übung 8 den Persistenz Service mithole, denn den setze ich ein, wenn ich Sachen speichern oder laden möchte, und die Klasse Kontakt, die ich hier eben habe, damit wir Sachen in oder alle Daten, die zu einem Kontakt gehören, eben über Objekte dieser Klasse repräsentieren können. Und genau das werde ich jetzt auch hier machen, dass ich diese einfach mit zur Solution hinzufüge. Das war jetzt falsch, was ich ausgewählt habe. Ich gehe Rechtsklick auf Add Existing Item und gehe dann eben zu Übung 8. Und ich finde hier eben Kontakt- und Persistenz-Service und diese möchte ich beide hinzufügen. Wenn ich einfach bloß auf Add klicke, wird tatsächlich eine Kopie für mein Projekt erstellt. Das heißt, ich ändere jetzt hier sozusagen nichts an der Originaldatei. Passe ich hier bloß noch die Namespaces an, damit alle meine Klassen denselben Namespace haben. Und was ich natürlich noch machen muss, ist, dass ich runtime.serialization, dass ich mir diese Assembly hier mit dazu nehme. Die ist ja standardmäßig nicht bei den bereits hinzugefügten Assemblies des .NET Frameworks dabei. Okay, dann fangen wir mal an, dass wir unsere Ansicht hier gestalten. Wenn wir uns nochmal an die Vorlage orientieren, wir haben hier eben links eine Listbox, hier unten haben wir vier Buttons, hier rechts haben wir eben einen Detailbereich und genauso werde ich das jetzt auch umsetzen. Das heißt, wir können eigentlich hier Übung 8 erstmal wieder zumachen, das brauchen wir nicht. Ich fange an, ich habe hier bereits im Window ein Grid liegen. Und ich werde das eben so aufteilen, dass ich hier einen Split mache. Und wir sehen hier jetzt eben, dass das in einem gewissen Verhältnis ist. Ich würde sogar sagen, dass ich dieses Verhältnis 1 zu 2 mache. Aber das wollte ich nicht. So, 1 zu 2.
so ganz grob die Aufteilung. Und ich werde hier unten auch noch für dieses Grid eben eine zusätzliche Reihe hinzufügen. Hier setze ich aber die Höhe auf Auto. Das soll einfach die Größe der Buttons bestimmen, wie viel Platz hier unten weggenommen wird. Das erste, was ich mache, ist, ich hole mir eine Listbox und schiebe die mal in dieses Grid rein, oder ich kann sie auch direkt hier reinschieben. Dann lösche ich alles, was hier drin steht, und damit habe ich schon mal keine Probleme mehr. Ich werde für dieses Grid auch gleich noch den Margin etwas anders setzen, einfach damit vom Rand etwas mehr Platz haben. Und hier auch dieses. So, das reicht vollkommen. Okay, dann haben wir hier schon unsere Listbox drin. Da geben wir natürlich einen Namen. Das ist eben die Kontakte Listbox. Und die werden wir dann eben nutzen, um Daten, die wir bekommen, zu füllen. Jetzt werde ich als nächstes den Detailbereich modellieren. Was ich dazu machen werde, ist, dass ich wohl ein Stack Panel hinzufügen werde. Zu diesem Grid. Und dieses Stack Panel schiebe ich eben, aber das wollte ich nicht. Kann ich nur rückgängig machen. Ich schiebe das Stack Panel gleich hier rechts rein. Und lösche hier wiederum die anderen Sachen, die wir nicht brauchen. Und was ich noch machen werde, ist, dass ich mehr Platz nach rechts gebe, damit ich von dieser Listbox getrennt bin. Und im Prinzip werde ich jetzt zu diesem Stack Panel eben 4 Textblöcke hinzufügen, aber nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Genau. Und hier werde ich eben jetzt verschiedene Sachen mal setzen. Das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. So. Ich wollte bloß dieses Text Wrapping automatisch ausschalten. Und was ich hier jetzt eben machen werde, ich setze hier einfach mal spaßeshalber ein paar Attribute drauf. Sowas wie Font Family. Ich mache mal etwas größer, damit man es im Video besser sieht. Hier möchte ich eben The Go UI Lite haben. Also eine Lite-Schriftart für Überschriften wirkt im Gesamten meistens relativ elegant. Und wir könnten zum Beispiel sagen, wir machen das hier 36 Punkte groß. Und wir möchten noch ein bisschen Platz nach unten haben. Beispielsweise so. Und hier könnten wir dann eben reinschreiben, Geburtsdatum ist irgendwie der 1952 oder 53 war es. Und damit ist er jetzt eben 51 Jahre alt. Also nicht. Entschuldigung, ja doch, stimmt schon. Mach es so, weil ich glaube, er ist 52. Und wenn wir hier eben, hier könnten wir die E-Mail-Adresse angeben. Die haben wir beispielsweise nicht. Oder ich glaube, hier in der Vorlage habe ich sogar andersrum gemacht. Genau. Dann können wir diese beiden hier einfach vertauschen und sagen hier, das ist die Telefonnummer. Also hier geben wir einfach mal irgend so eine tolle Telefonnummer ein. So könnte dann das ungefähr bei uns aussehen. Ja, dann brauchen wir hier unten noch die Buttons. Das heißt, ich füge jetzt hier wiederum zum Grid. Ich mache das diesmal direkt händisch, weil über den Editor ist es sonst relativ schwer zu machen. Ich füge hier ein weiteres Stack Panel hinzu. Das setze ich eben in Reihe 1. Und mache hier die Orient. Na, wohl mache ich es wirklich mit einem Stack Panel. Ich glaube, ich werde es außenrum mit einem Grid machen.
so. Und diesem Grid werde ich zwei Spalten verpassen. Warum mache ich das? Wenn wir hier nochmal schauen. Machen wir es doch gleich mal so. Ich möchte das hier sozusagen in ein Grid einteilen. Und das hier sind zwei Spalten. Ich setze dann hier diese eben auf Auto. Und hier intern setze ich nochmal ein Stack Panel tatsächlich rein. Mit der Orientation Horizontal. Dann können sich quasi hier die Buttons aufreihen. Und dieser eine Button, den ich eben separiert haben möchte von diesen anderen dreien, den packe ich dann hier eben in diese letzte Spalte rein. So werde ich das eben gestalten. Das ist meine Überlegung. Ich bin hier bei Column Definitions, das wollte ich gerade machen. Ich setze hier eine Column Definition rein und dann eine Column Definition mit der Breite Auto. Und damit sind wir dann schon hier unten. Und wir können jetzt eben hier noch ein Stack Panel reinsetzen. Mit der Orientation Horizontal. Und jetzt können wir tatsächlich anfangen, unsere Buttons zu modellieren. Und das nächste, was ich jetzt gleich machen werde, ist, dass ich einen Style für diesen Button erstelle. Wie macht man das üblicherweise, wenn man WPF-Applikationen baut oder auch Silverlight für Windows Phone oder WinRT-Sachen, die sind ja alle nach dem gleichen Prinzip mit XAML und C# unter anderem eingerichtet. Das erste, was ich hier machen werde, ist ein sogenanntes Resource Dictionary hinzuzufügen. Da kommen einfach alle Sachen rein, was Styles und geteilte Sachen betrifft, die ich eben über mehrere Sachen hinweg bereitstellen möchte. Also was heißt über mehrere Sachen, über mehrere Ansichten. Und hier kann ich dann eben auch beispielsweise einen Style definieren, den ich eben einen Button-Style nenne. Oder das ist der, ich nenne es erstmal Button-Style, vielleicht fällt mir nachher noch ein besserer Name ein. Und hier gebe ich eben als Type tatsächlich auch den Button an. Sondern was ich hier jetzt machen möchte, ist, ich setze hier jetzt einige Sachen drauf. Also wie groß sollen denn diese Button da unten sein? Ich gebe denen vielleicht mal eine Größe von 32x32. Dann muss ich mir über die Font Family natürlich noch Gedanken machen. Hier brauche ich Go UI Symbol. Denn ich möchte ja diese Symbole aus der Character Map mit reinsetzen. Dann muss ich mir wahrscheinlich noch über die Font Size Gedanken machen. Ich nehme mal an, da wird sowas wie vielleicht 18 passen. Und dann gucken wir doch einfach mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier tatsächlich draufsetze. Das heißt, ich gehe zurück ins Main Window und setze hier mal den Content beispielsweise jetzt auf dieses, hoppala, das war falsch, auf dieses Plus hier. Wir sehen hier der Zeichensatz von Visual Studio, der basiert eben nicht auf the Go UI Symbol, deswegen sehen wir hier bloß ein Fragezeichen, weil er die ID für dieses Symbol eben nicht in Consolas, also heißt die Schriftart, die hier in Visual Studio benutzt wird, nicht auflösen kann. Anyway, ich möchte hier den Style jetzt eben auf dieses Static Resource, das ist unser Button Style, haben wir gesagt, setzen. Und der wird natürlich noch nicht gefunden. Wir haben hier zwar in einem Resource Dictionary jetzt diesen Button Style definiert, aber wir wissen ja bereits, dass wenn wir hier jetzt im Button den Style setzen wollen über die sogenannte Static Resource Markup Extension, dann fängt er ja an, hier in den Ressourcen zu suchen, hier in den Ressourcen zu suchen, dann im Grid, dann im übergeordneten Grid und dann im Window, und wenn er überall nichts findet, dann geht er zuletzt auf App XAML zurück.
Und wenn er hier auch nichts findet, dann ist es vorbei. Und genau das Problem sehen wir jetzt eben hier, dass wir zwar versuchen, den Style dieses Buttons anzupassen, aber er findet die entsprechende Sache nicht in application.resources. Deswegen erstelle ich hier ein Resource Dictionary. Und in dieses Resource Dictionary möchte ich verschiedene Dictionaries dann rein mergen. Also sozusagen zusammenfügen. Das kann man sich letztendlich wie ein Import in C vorstellen. Hier möchten wir eben wiederum ein Resource Dictionary haben und hier geben wir die Source Property an mit resources.xaml. Und wenn wir das in ja, eingerichtet haben, dann sollte eigentlich auch unser Button-Style gefunden werden. Wahrscheinlich, wenn wir einmal bilden. Oder auch nicht. Doch, er findet ihn jetzt. Hat bloß Reshopper anscheinend noch ein Problem. Ich werde jetzt direkt mal die Applikation starten, damit ich ungefähr ein Größenverhältnis bekomme, ob dieser Button zu groß ist oder nicht. Oh, wir haben hier noch ein Problem. Through an exception. Sehe ich hier das Problem? Cannot find button style. Resource names are case sensitive. Okay, vielleicht habe ich irgendwo noch mich vertan. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ach so. Ja, vielleicht sollte man X-Key verwenden, nicht X-Name. Nächster Versuch. Jetzt geht's. Wie gesagt, ich schaue mir jetzt gleich mal an und wenn ich mir dann hier diesen Button anschaue, der ist viel zu groß. Das ist nicht so mein Ding. Deswegen werde ich hier noch mit der Größe runtergehen. Wahrscheinlich so auf 25, spaßeshalber mal. Und hier vielleicht auch auf 14. Und dann gucken wir nochmal, wie das Ganze jetzt aussieht. Schon etwas besser. Was ich auch gleich noch machen werde, ist, dass ich diesem Grid einen Margin gebe nach oben, damit ich hier auch etwas mehr Platz habe. So. Ich glaube, ich werde den Button sogar noch etwas näher ranrutschen, wenn ich mich nochmal an die Vorlage halte. Ja, so in etwa schaut es aus. Ich glaube, ich werde sogar noch ein bisschen kleiner. Naja, egal. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ich nehme vielleicht bloß... nehmen wir mal 3. Und den Button, der ist jetzt schon so okay. Vielleicht mache ich ihn nachher noch ein bisschen kleiner, wenn er mir nicht passt. Okay, dann kopiere ich diesen Button 3-mal. Ich möchte den ja nebeneinander haben. Und wir fangen jetzt eben an, dass wir uns noch die anderen Elemente hier raussuchen. Wir brauchen eben einmal editieren und setzen das eben jetzt hier rein. Habe ich mich verdrückt? So. Und wir haben hier noch das Löschen. Das setzen wir hier rein. Und wir müssen den Buttons jeweils noch ein bisschen Platz lassen. Das heißt, wie machen wir das am geschicktesten? Wir werden wahrscheinlich am besten hier einfach den Margin setzen. Ich lasse den etwas kleiner. Und als letztes werde ich eben jetzt hier zu diesem Grid noch einen einzelnen Button hinzufügen. Dem geben wir prinzipiell aber mal den gleichen Style, Button Style, und das letzte Zeichen, das wir noch brauchen, das war dieser
speichern hier. So. Und den setzen wir eben in Grid Column 1 nach rechts. Und damit haben wir auch diese Sache hier jetzt festgezurrt. Okay. Also wir haben jetzt die Buttons und für die müssen wir natürlich, indem ich hier noch den Titel des Fensters ändere, für die müssen wir natürlich jetzt noch Händler definieren. Das heißt, wenn wir diesen Button klicken, dann muss was Tolles passieren. Und natürlich auch, wenn wir hier das machen. Und wenn Löschen-Button gedrückt wird, dann möchten wir das einsetzen. Und zu guter Letzt dieser Button hier unten eben. Erstellen wir auch eine Methode. Wenn Speichern-Button gedrückt wird. Gut. Das brauchen wir auch nicht. Und dann gucken wir uns doch langsam mal unser Hauptfenster an. Wir haben jetzt hier eben schon mal ganz grob das Layout, das wir haben wollen, eben diese Buttons hier. Hier haben wir unseren Masterbereich, hier haben wir unseren Detailbereich. So, und dann kommen wir jetzt mal ran, dass wir das langsam verknüpfen. Ich lasse hier eben jetzt eine Eigenschaft, die uns eine Liste gibt. Von Kontakten. Und was wir hier machen im Getter ist, dass wir das direkt an die Master Listbox weiterreichen. Kontakte Listbox hieß das Ding. Da gibt es nämlich die Item Source und die geben wir eben als iList von Kontakt zurück. Und wir haben hier auch noch einen Setter, wo wir eben Kontakte Listbox Item Source ist gleich Valuable setzen. Was ich noch machen werde, ist natürlich if value gleich null, no argument null exception value. Damit wir hier ein bisschen ordentliche Kapselung haben. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir eigentlich schon damit anfangen, dass ich jetzt den Application Root hier erstelle. Das heißt, ich nehme hier die Startup URI raus, damit nicht die Application-Klasse beim Startvorgang automatisch das Hauptfenster erzeugt, sondern das möchte ich händisch machen, indem ich hier eben in der App-Klasse die OnStartup-Methode überschreibe. Was ich hier eben machen kann, ist, dass ich hier den Composition-Root bilde und wir sehen uns jetzt eben mal an, was wir hier alles brauchen. Also hier unten müssen wir natürlich irgendwann mal das Hauptfenster anzeigen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich sage, Main-Window ist gleich Main Window und dann sagen wir eben Main Window.show und dann glaube ich brauche ich Übung 8 doch nochmal. Ich möchte mir einfach gleich diese Default Kontakte, die wir haben, mit rausziehen und die mit in den Application Root reinsetzen.
damit ich hier nicht so viel schreiben muss. Also im Prinzip möchte ich hier eben diese Kontakte jetzt erstmal haben und die setze ich mir hier oben eben mit rein. Das ist eben hier eine Liste von diesen Kontakten und hier haben wir eben die Sachen stehen. So, und dann, wenn wir das haben, können wir jetzt eben sagen, dass wir die Kontakte in diesem Main Window auf unsere erstellte Collection setzen. Und damit sollte das Ganze auch schon etwas aussehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier toString überschrieben habe. Schaut aber nicht so aus. Heißt, wenn wir jetzt diese Applikation starten, dann sehen wir hier zwar die drei Objekte, die wir erstellt haben. Die kann die Listbox schon darstellen. Aber wir haben noch kein, nichts, den Value Member Path sozusagen festgelegt. Das ist eine Möglichkeit, die wir machen können. Oder wir müssten hier halt toString überschreiben. Aber wir haben hier, was haben wir denn alles? Haben wir hier den vollen Namen? Hier haben wir den vollen Namen. Das heißt, wir können einfach in Main Window XAML gehen und wir legen hier für unsere Listbox den Display Member Path, sorry, nicht Value Member Path, hier fest mit voller Name. Wenn wir jetzt unsere Applikation starten, dann sehen wir hier eben, dass für die Darstellung dieser Objekte, die wir jetzt in der Listbox haben, nicht mehr der toString-Methode benutzt wird, sondern wir benutzen hier jetzt eben die Eigenschaft voller Name, die auf all diesen Objekten zu sehen ist. Und wir haben hier jetzt eben noch das Problem, dass wir, wenn wir hier etwas auswählen, noch keine Aktualisierung im Detail-Bereich haben und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich füge hier eben ein Value Changed Selected. Selection Changed. Wenn Objekt in Listbox selektiert wird. Okay, was wir hier jetzt machen müssen, ist, dass wir uns eben von der Master Listbox den aktuellen Kontakt holen. Das ist eben Kontakte Listbox Selected Item. Und das hätten wir gerne als Kontakt. So, und dann müssen wir jetzt eben aufpassen. Es kann auch sein, dass gerade gar nichts selektiert ist. Das heißt, in diesem Fall wäre Kontakt gleich null. Hier möchte ich dann einfach nichts machen. So, wenn ich aber den Kontakt habe, dann kann ich eben den Detailbereich aktualisieren. Und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich hier mir noch eine Hilfsmethode mache, private void, aktualisiere Detail-Bereich mit eben einem Kontakt, den wir hier bekommen. Das rufe ich hier auf. Und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, dass wir die einzelnen Textblöcke, die wir hier haben, den gebe ich noch Namen. Das ist eben der Name-Textblock. Das hier ist der Geburtsdatumstextblock. Das hier ist der Telefontextblock. Wenn schon konsistent, dann richtig. Und hier haben wir eben noch den E-Mail-Textblock.
So. Und diese Sachen kann ich jetzt natürlich in der Code-Behind-Datei, dadurch, dass ich sie benannt habe, ansprechen. Das heißt, im Prinzip muss ich ja eigentlich bloß die Sachen durchreichen. Wir haben eben den Name-Text-Block. Da setzen wir die Text-Property auf Kontakt.Name. Und wir haben die Geburtsdatums-Text-Block. Verzeihung, das war ich nicht. Geburtsdatum. Und hier wollen wir eben noch das Alter hinzufügen. Bloß, ich glaube, ich mache es mit String Format. Das heißt, wir möchten erst das tatsächliche Geburtsdatum haben als... wo haben wir es denn hier? Als Short Date. Wäre gut. Das schaut gut aus. Und dann Klammer auf, Klammer zu. Und hier kommt eben dann das Alter rein. Kontakt, Geburtsdatum. Kontakt. Ach so, wir haben hier sogar Geburtsdatum und Alter. Na, das ist aber fein. Dann kann ich mir das Ganze natürlich auch wieder sparen. Wenn man eben sich dran erinnern könnte, was man da so programmiert hat, wäre das gar nicht schlecht. Okay, dann noch die einfachen Sachen. E-Mail, Textblock ist gleich Kontakt und E-Mail und so, und es kann eben sein, dass diese jeweils null oder empty sind. Das heißt, ich mache mir ein is null or empty. Fragezeichen. Wenn das der Fall ist, gebe ich eben das zurück. Ansonsten gebe ich eben Kontaktpunkt, Telefonnummer zurück. Und ich glaube, ich werde mir das in eine privates statische Methode auslagern, String gib Standardzeichen zurück für leeren String.Eingabe. Das heißt, wir machen hier einen Return String. Is null or empty für die Eingabe. Wenn das der Fall ist, gebe ich eben das zurück. Oder eben ansonsten tatsächlich die Eingabe. So, und dann fällt mir noch auf, dass ich hier eben noch einige Sachen eigentlich angeben muss. Hier muss ich eben Geburtsdatum Doppelpunkt Kurs machen und hier eben E-Mail Doppelpunkt ist gleich und was habe ich noch? Damit haben wir das. Und was ich eben noch machen könnte, wäre, dass ich vorher die Dinge noch leere.
Leere Detailbereich. So, im Prinzip muss ich hier eigentlich bloß Name, Textblock, Text gleich Geburtsdatums, Textblock, Text gleich Telefon, Textblock, Text gleich E-Mail, Textblock, Punkt, Text gleich Null setzen. Oder String, Punkt, Empty, genauso. Okay. Damit haben wir das. Das heißt, im Prinzip sollte jetzt eben unser Detailbereich aktualisiert werden, wenn wir hier bestimmte Sachen drücken und wir sehen, das funktioniert ohne Probleme. Und was ich auch noch machen werde, ist, dass ich hier eben leere. Ich leere den Detailbereich hier und ich werde den Detailbereich auch leeren, wenn hier gesetzt wird. Warum habe ich jetzt hier eigentlich so rumgehaspelt und war mir nicht ganz sicher, was ich mache? Eigentlich schreibt man diese Art von Programme nicht mehr auf diese Weise, sondern man benutzt eben Data Binding, um verschiedene Objekte damit zu verbinden, und das erspart uns eben, dass wir ständig Code von einem, oder Entschuldigung, Daten von einem App-Objekt zu einem anderen Objekt hinschieben. Das heißt, jetzt von unserem Kontakt hin zu den entsprechenden Textblöcken und so weiter. Und genau das nimmt uns Data Binding eben im großen Stil ab. Aber ich werde diese Übung auch noch mit Data Binding vorstellen, wenn wir uns dann eben an Aufgabe 2 die Implementierung mit der Datenbank ranmachen. Da werde ich das mal skizzieren, wie man das eigentlich im Real Life aufbauen würde. Okay, das nächste, was ich machen werde, ist eben, dass ich mir eine weitere Ansicht erstelle, in der wir eben Sachen löschen können oder Sachen... Aber das Erste, was ich machen werde, das geht noch relativ schnell, wenn ich mir das anschaue. Wenn nichts aktiviert ist, dann möchte ich, dass dieses Editieren-Button und dieser Löschen-Button deaktiviert sind. Warum? Weil ich hier noch nichts ausgewählt habe. Die sollen erst aktiviert werden, wenn ich hier sozusagen eine Person ausgewählt habe. Das heißt, das ist noch das Einfachste, was man hier machen kann. Das heißt, wir setzen hier für den Editieren... Wie heißt denn dieser? Habe ich den Buttons keine Namen gegeben, so wie es ausschaut. Das ist auch eben was, was bei Data Binding dann nicht mehr notwendig ist, dass man den Sachen Namen geben muss, damit man sie in der Code-Behind-Datei ansprechen kann. Editieren... Button, und das ist der Löschen-Button. Immer diese Knöpfe. Ja, und auch dem Speichern-Button kann man natürlich hier hinzufügen. Button. Zack. Okay, haben wir gleich alles durchgängig durchbenannt, und wir können jetzt eben hier sagen, wenn das Main-Window erstellt wird, können wir jetzt eben überprüfen. Ich werde das in eine Methode auslagern. Private void aktualisiere Buttons, nenne ich das erstmal so. Das heißt, ich überprüfe if if ContactListBox.SelectedItem is Contact. Das könnte ich hier benutzen. Und wenn das eben false ist,
Dann setze ich eben wohl sind Buttons eingeschaltet, sind Kontakt Buttons eingeschaltet. Und das setzen wir hier eben. Das ist eben standardmäßig auf True. Und das setzen wir hier eben jetzt mal auf False. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir eben jetzt sagen, dass der Editieren-Button Punkt is enabled gleich sind Kontakt-Buttons ist. Das kann man auch vereinfachen. Das sagt mir der ReSharper. So. Das hat nicht so funktioniert. Jetzt. Und genauso ist es natürlich bei Löschen Button. Punkt is enabled. Und wenn wir das jetzt haben, dann passt das schon mal. Und das werde ich eben aktualisiere Button Status. Und genau das machen wir auch hier. So. Dann gucken wir uns das mal an. Wir sehen jetzt hier, wir sind hier deaktiviert. Aber ich habe jetzt natürlich auch vergessen, dass ich sie aktiviere, wenn ich hier reingehe. Das heißt, aktualisiere Button-Status, setze ich noch hier fest. Das heißt, wenn ich jetzt hier etwas auswähle, dann sehen wir, werden sie eben aktiviert. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist eben, also relativ einfach ist das Löschen. Im Prinzip möchte ich eben, wenn ich dieses Fenster starte oder diese Applikation, wenn ich hier was auswähle und ich drücke auf Löschen, dann möchte ich, dass eben der entsprechende Eintrag hier verschwindet. Das Einfachste wäre eben, dass ich mir jetzt mal den Kontakt hole, den wir brauchen. Kontakt von Master, Kontakt Listbox heißt es diesmal. Selected Item as Contact. So, wenn dieser Kontakt gleich null ist, dann mache ich nichts. Ansonsten bin ich jetzt eben dabei, dass ich sage, dass ich eine Messagebox aufploppen lasse. Der Owner ist this. Möchten Sie, hier möchte ich gleich das String.format machen, ich werde das mal so aufteilen, möchten Sie den Kontakt so und so wirklich löschen? Fragezeichen. Was haben wir denn hier noch so? Genau, Kontakt. Voller Name. Dann haben wir das. Wir haben hier noch zur Auswahl eben. Ah ja, hier habe ich ein Komma vergessen. Wir können hier eben noch eine Caption angeben, das wäre eben Kontakt löschen und Messagebox Button. Hier haben wir eben Yes oder No. Und hier haben wir eben
eine Frage. So, und dieses Show gibt uns eben direkt ein Result zurück. Var MessageBox Ergebnis. Wenn wir wieder bei Deutsch bleiben wollen. Wir können jetzt eben abfragen, ob MessageBox Ergebnis. Kriege ich hier einen Boolean? Ach, das ist eine Enumeration. Gleich MessageBox Yes. Nur dann nehme ich eben den Kontakt weg. Das heißt, ich sage letztendlich nichts anderes als Kontakte.remove diesen Kontakt, den wir da haben. So. Okay, so, dann schauen wir uns das mal an, ob das jetzt funktioniert. Wir können hier eben sehen, ich möchte jetzt den Hank Schrader löschen, weil ich hier fast keine Daten zu dem habe beispielsweise, sonst geht dann eben hier auf Ding. Kommt hier diese Nachfrage, möchten Sie den Kontakt Hank Schrader wirklich löschen? Ich drücke auf Ja und wir sehen, es funktioniert nicht. Der Punkt ist hier, wir haben hier eben das Observer-Pattern in der Collection, die wir hier nutzen, nicht implementiert. Was heißt das? Sobald wir hier die Item-Source setzen von unserer Listbox mit dieser Collection, dann werden ja automatisch alle Elemente, die in dieser Collection, die wir hier bekommen, zur Listbox hinzugefügt als visuelle Items. Der Punkt ist eben, wenn sich diese zugrunde liegende Collection ändert, dann kriegen wir das nicht mit, oder die, besser gesagt, die Listbox bekommt das nicht mit, weil eben keine Möglichkeit von der Source Collection ausgeht, dass sie eben sagt, hey, ich habe mich verändert, möchtest du bitte gucken, ob du dich anpassen möchtest, wer auch immer, der da gerade mich observiert. Und das kann man eben ganz leicht beheben, dieses Problem, indem wir hier eben eine Observable Collection von Kontakten benutzen. Denn diese Observable Collection, wenn wir uns da nochmal die Definition anschauen, implementiert eben unter anderem iNotify Collection Changed. Und auf iNotify Collection Changed ist eben ausschließlich dieses Event Collection Changed drauf. Und da dieses wird eben von der Collection ausgelöst, wenn wir Items hinzufügen, verschieben oder entfernen oder genau eben irgendwelche Sachen, die mit einer Collection passieren können. Und genau auf dieses Event kann sich eben dann die Listbox registrieren und sich updaten, wenn eben Änderungen von uns an dieser Collection durchgeführt werden. Ansonsten ist sie für uns genauso benutzen wie List of T. Wir haben eben dann den Vorteil, dass wir hier die Änderungen sofort mitbekommen. Okay, das heißt, wenn wir das haben, dann war es das eigentlich schon. Wir können hier jetzt tatsächlich Hank Schrader tatsächlich löschen und wir sehen, er ist tatsächlich auch hier raus verschwunden. Also er ist auch vorher aus der Liste, die wir hatten, entfernt worden, aber die Listbox hat das nicht mitbekommen. So, und hier, wenn wir dieses Löschen machen, sehen wir, hier sollte jetzt eigentlich wieder ausgeblendet werden. Ich frage mich, warum ich hier das nicht mache. Wahrscheinlich, weil wir hier schon den Return machen. Das heißt, wir haben hier wiederum lauter subtile Bugs drin. Gucken mal, ob es jetzt besser funktioniert. Yes, okay, und genau, und hier wird dann wieder deaktiviert. Also auch wenn wir eben Sachen rausnehmen, fliegt dann natürlich dieses Selection Changed Event und wir kommen dann hier in Aktualisiere Buttons rein. Oder Aktualisiere Button Status. Gut, das war die einfache Aufgabe. Wir machen jetzt weiter mit einem Dialogfenster, das wir eben nutzen wollen, damit wir die Eigenschaften eines Objekts, eines Kontaktobjekts verändern können. Also im Wesentlichen eben Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und Geburtsdatum. Und dazu gehen wir eben hier auf unser Projekt, sagen Add und fügen ein neues Fenster hinzu. Und dieses Fenster ist eben der editiere Kontakt
Dialog. Hier haben wir unser Fenster. Und ich möchte es eben jetzt so machen, dass ich hier auch wiederum hier Auto habe. Und ich möchte hier unten, glaube ich, auch noch. Wie mache ich das denn am besten? Muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Anyway, ich möchte jetzt hier zu diesem Grid eben einen Textblock hinzufügen. Jetzt nehmen wir mal alles weg. Und ich möchte eigentlich, dass diese Überschrift für diesen Dialog aussieht wie im Main Window hier, diese Überschrift. Das heißt, wenn wir uns diesen Name Textblock mal anschauen, ich werde jetzt eben die Informationen, die letztendlich hier drin stehen, die werde ich mir mal rausholen in einen Style und den setze ich natürlich auch hier in die Resources XAML. Das heißt, ich mache hier einen Style mit dem Namen, das ist der Überschrift Textblock Style mit dem Target Type, Textblock. Größer geworden. Setter Property Font Family war eben Sigo UI Light. Und Setter Property Font Size war eben Value 36. Und Setter Property Margin war gesetzt auf 0.010. Damit haben wir diese Sache schon mal. Und wir werden hier auch noch nicht einen Style erstellen, sondern eine sogenannte Thickness mit dem X-Key eben. Wie nenne ich das denn? Das ist der Standardabstand. Und den setze ich eben auf 5. Warum mache ich das? Weil ich eben auch diesen Standardabstand eigentlich immer wieder verwende. Aber da, das wollte ich nicht. Nochmal das Main Window öffnen. Wir sind hier eben, das ist der Standardabstand. Und anstatt ihn hier eben hart zu kursieren, möchte ich den auch an einer Stelle haben. Den möchte ich nämlich auch wieder verwenden letztendlich. Und hier haben wir eben noch diese Überschrift, dieses Element. Und der Text kann gerne bleiben, aber den Rest, den schmeißen wir raus. Und sagen hier eben, Style ist eine Static Resource für den Überschriften-Textblock. Und damit sieht das Ganze wieder so aus, wie es aussehen soll. Okay, damit geht es dann weiter. Wir werden jetzt hier eben diesen Textblock genauso mit diesem Style ausstatten. Und wir machen hier eben jetzt den Text dieses Elements. Den werde ich natürlich auch gleich vergessen. Nicht, dass ich es vergesse, Static Resource, das ist eben der Standardabstand, damit wir hier eben konsistent über alle Dinge hinweg bleiben. Und diesen Text, den möchte ich selber setzen, also von außen. Ich nenne das eben die Dialogüberschrift Textblock Überschrift. So. Okay, dann schauen wir mal weiter mit eben einem weiteren Grid, das ich hier reinsetzen werde. Das ist eben in Grid Row gleich 1. Und ich möchte hier letztendlich zwei Columns haben. Grid.column ist eben die. Entschuldigung, das ist ja Blödsinn. Grid.column Definitions. Column Definition.
Hier setze ich die Breite auf Auto und hier setze ich einfach, hier soll der Rest des Raums genutzt werden. So, und dann werde ich hier eben verschiedene Textblöcke hinzufügen. Wo ich eben dann verschiedene Sachen reinsetze, wie zum Beispiel Vorname, Doppelpunkt und dann brauchen wir noch Nachname. Wir brauchen Geburtsdatum, Telefon und zu guter Letzt eben E-Mail. Und wir setzen das jeweils alles in grids.row gleich 1, grid.row gleich 2, grid.row gleich 3. Grid.row gleich 4. Und genauso viele Row Definitions brauche ich dann eben auch in meinem Grid. Grid Row Definitions. Row Definition 1, 2, 3, 4, 5. So. Und auch hier für diese Textblöcke werde ich jetzt wieder einen Style erstellen. Warum? Ich möchte, dass sie rechts ausgerichtet sind. Und dann werden wir eben noch etwas dann Platz nach links lassen. Also auch hier gehe ich wieder in die Resources, erstelle einen Style, das ist eben ein Dialog, Text, Block, Style mit dem Target Type, X-Type, Text, Block. So, und hier machen wir eben die Eigenschaft Horizontal Alignment auf den Wert Right. Wir machen hier die Eigenschaft den Margin auf den Wert, sagen wir mal 30, 0, 0, 0. Also nach links lasse ich 30 Platz. Obwohl ich werde auch wahrscheinlich nach rechts 5 Einheiten oder so Platz lassen. Und brauche ich sonst noch was? Ich gucke wahrscheinlich Vertical Alignment. Vertical Alignment Value Center. Und dann gucken wir mal an, was sich hier jetzt ergibt. Eben in diesem Dialog. Wenn wir jetzt auf all diesen hier den Style setzen. Da. Okay, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Das heißt, wir sind jetzt hier rechts ausgerichtet und haben nach links etwas Platz. Das ist so das Übliche, was man in Dialogen eben machen sollte. Und wir werden eben hier in der Code-Behind-Datei, das werde ich auch noch schnell machen, bevor ich es wieder vergesse, dann haben wir keine Überschrift. Ich mache hier eben einen String Überschrift und den holen wir uns eben aus dem Überschriften-Textblock und setzen, möchten wir den natürlich auch. Aber bitte nur, wenn eben der hier ungleich null ist. So. Okay, und wir können dann tatsächlich die, naja, weiß nicht, ob was das bringt, wenn wir die Überschrift auf standardmäßig neuer Kontakt setzen. Kann man das hier jetzt sehen? Nein. Kann man hier, sieht man es, wenn man es bildet? Auch nicht.
Okay, hat nicht viel gebracht, aber wir können zumindest die Überschrift jetzt setzen. Was wir dann natürlich brauchen, ist, dass wir Eingabeelemente haben. Also hier eine Textbox für den Vornamen. Let's name Vorname Textbox Grid. Ja, das können wir dann noch ändern. Also auch dafür werde ich mir wieder einen Style anlegen. Style ist die Eingabe Dialog Control Style. Hier gehe ich allerdings tatsächlich auf X-Type Control, weil ich das eben auf nicht bloß Textboxen anwenden möchte, sondern auch auf einem Datepicker. So, hier gehen wir dann auf die Property. Ich nehme mal an, grid.column ist eigentlich das Wichtigste, was ich setzen möchte. Das soll nämlich die 1. Und Setup Property, was braucht man denn noch? Vertical Alignment Value Center. Gucken wir mal, wie sich das jetzt hier ergibt, wenn wir eben diese Textbox mit diesem Style ausstatten. Style Resource Dialog Style. Genau. Dann hier schon mal rechts relativ richtig. Ja, und dann bauen wir doch mal diese Sachen jetzt schrittweise aus. Auch hier kommt jetzt eine Textbox hinzu. Das wollte ich nicht. Nachname Textbox. Hier haben wir eben auch diesen Style. Hier möchte ich allerdings einen Date-Picker haben. Geburtsdatum-Date-Picker. Style-Control-Style. Mit Grid.Row gleich 2. Und zu guter Letzt eben die Textbox für die E-Mail. Index 4. Genau, so sieht es bisher aus. Was ich noch machen werde, ist, dass ich hier diese Row Definitions auf Hate. Achso, jetzt werde ich wieder Probleme bekommen. Ich glaube, ich mache es mal einmal hier mit Auto. Und das will ich machen hier. So. Genau. Und so sieht das Ganze dann letztendlich aus, dass das eben etwas enger beisammen ist. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir wollen, weswegen wir jetzt noch den Style hier etwas anpassen. Und zwar werde ich hier den Margin auf den Wert
Was machen wir denn für ein Margin? Nach oben und unten vielleicht 4? Na, 5. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an, wie sich das jetzt hier so ergeben hat. Schaut ja eigentlich ganz passabel aus. Ja, ich glaube, ich werde es so lassen. Okay, nachdem wir das jetzt hier haben, können wir als letztes noch die Buttons unten rechts hinzufügen. Dazu mache ich mir wieder ein Stack-Panel, das ich eben mit der Orientation Horizontal beschäftige. Das schiebe ich in Grid Row 2, also darunter. Und die Horizontal Alignment setze ich nach rechts und ich ändere noch die Flow Direction für Right to Left und hier setze ich dann eben meine Buttons rein. Im einen steht eben okay drin und im anderen Button steht dann eben abbrechen drin. Genau, und diese Buttons werde ich natürlich auch noch anpassen. Hier werden wahrscheinlich noch das Vertical Alignment zum Top setzen. Okay, und wenn wir das haben, dann können wir ja tatsächlich jetzt die Resources nochmal anschauen, damit wir eben auch einen Style für diese Buttons erstellen, damit die ein einheitliches Aussehen haben. Das ist eben der Style XKeyDialogButtonStyle mit dem TargetType Button. Und wir haben hier eben einen Setter mit der Eigenschaft, ich werde mal die Width auf 75 Einheiten festsetzen und Margin auf, wie mache ich das denn am besten? 0050. Nach oben hätten wir auch gern noch etwas Platz, aber das werde ich wahrscheinlich über den das Stack-Panel machen. Und muss ich sonst noch was beachten? Ich glaube nicht. Wir gucken mal, ob das jetzt schon funktioniert. Wenn ich diesen beiden Buttons hier jetzt den Style gebe, das ist eben der Dialog-Button-Style und dann schaut es doch schon viel angenehmer aus. Okay. Gut, damit sind wir jetzt hier mehr oder weniger fertig. Was wir eben noch machen sollten, ist natürlich, dass wir hier Click-Event-Händler hinzufügen. Das heißt, wir werden uns jetzt langsam, wenn okay gedrückt wird, wir werden uns jetzt langsam eben mit der Code-Behind-Datei von diesem Dialog beschäftigen. Und wenn abbrechen gedrückt wird. So. Okay. Haben wir das? Jetzt geht gar nichts mehr. Das hat jetzt funktioniert. So. Also unser Dialog formt sich langsam. Wie gesagt, die Überschrift lassen wir uns übergeben. Die ist sozusagen von außen gesetzt. Wir können also diesen Dialog, das hätte ich vielleicht mal mit erwähnen sollen, der Punkt, warum ich die Überschrift von außen übergeben lasse, ist,
Wir können hier jetzt eben über diesen Dialog ein neues Objekt erstellen, ein neues Kontaktobjekt oder ein bestehendes editieren. Also letztendlich, dieser Dialog ist nicht zuständig für die Erstellung eines neuen Kontaktobjekts, wenn es sein muss, sondern es kann eben ein beliebiges Objekt bekommen und der Prozess, der eben dann ausgeführt wird, wenn wir hier auf dieses Plus drücken, der ist dafür verantwortlich, dass ein neues Objekt erstellt wird, diesen Dialog übergeben wird und dann eben der Nutzer darüber seine Anpassungen machen kann. So, ich mache das jetzt auch zu, weil irgendwie mag er nicht mehr. So, was müssen wir beachten, wenn wir Dialogfenster in BPF machen? Dialog Result. Hier setzen wir einfach Dialog Result auf False und wir schließen uns. Mehr müssen wir hier nicht machen. Der Nutzer weiß dann eben, okay, der Nutzer hat Abbrechen gedrückt. Wenn ich werde hier natürlich noch eine Eigenschaft editierter Kontakt hier festlegen. Und hier haben wir eben eine Get-Methode, editierter Kontakt und eine Set-Methode. Ist gleich Value. Gleich Null. Gleich Null. Argument Null Exception mit Value. Okay. Haben wir das? Und wenn jetzt eben dieser neue Wert reinkommt, dann können wir eben hier die Sachen abschließen. Aktualisiere Controls mit Kontakt. So, was ich hier jetzt eben mache, ist, dass ich Vorname Textbox.text ist eben vom editierten Kontakt der Vorname. Nachname Textbox.text ist gleich editierter Kontakt Nachname. Dann haben wir das Geburtsdatum State Picker Selected Date ist editierter Kontakt. Geburtsdatum ausgezeichnet. Dann haben wir die E-Mail Textbox Text ist eben editierter Kontakt E-Mail und die Telefon Textbox Text ist eben vom editierten Kontakt die Telefonnummer. Also wir sehen hier eben wie üblich Objekt, also oder Informationen von einem Objekt zum anderen schieben. Und genau das müssen wir natürlich auch machen, wenn wir jetzt hier den OK-Button drücken in unseren Dialog. Das sorgt ja letztendlich dafür, dass die Sachen, die Informationen, die hier in diesen Eingabe-Controls stehen, tatsächlich auf das Kontaktobjekt übertragen werden müssen. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt hier das gleiche machen wie unten, bloß dass wir eben Dialog Result auf True setzen und uns dann schließen. Also diese Close-Methode wird eben, wie schon in vorherigen Videos erwähnt, von der Klasse Window vererbt. Wir haben hier dann jetzt eben die Notwendigkeit, dass wir das, was wir hier machen, genau umgedreht machen. Wir sagen hier eben editierter Kontakt. Vorname, bitte, ist eben Vorname Textbox Text. Nachname ist Nachname Textbox.text. Dann haben wir hier das Geburtsdatum ist eben Geburtsdatum StatePicker.selectedDate. Editierter Kontakt, Telefonnummer ist eben Telefon Textbox Text und editierter Kontakt. Wo sind wir denn daheim? E-Mail brauchen wir noch. E-Mail, Textbox, Kontext. So. Okay. Was wir jetzt hier in diesem Fall noch nicht haben, ist irgendwie eine Art der Validierung,
Das heißt, wir haben noch keine Möglichkeit, dass wir eben, oder hier, wir haben keine Möglichkeit eingebaut, muss ich eher sagen, dass wir hier das Geburtsdatum, was weiß ich, auf irgendeinen validen Wert überprüfen. Das darf nicht in der Zukunft liegen oder sowas. Dass die Telefonnummer eine valide Telefonnummer ist, dass die E-Mail tatsächlich dem E-Mail-Pattern entspricht und so weiter. Und wir, das werde ich jetzt hier in diesem Beispiel aber auch nicht einbauen. Es geht eigentlich bloß prinzipiell mal darum, dass man eben mit den einfachsten Mitteln, die es gibt, sich dieses System zusammensteckt. Und meines Erachtens ist jetzt auch dieser Dialog, den wir hier haben, jetzt fertig. Das heißt, wir können jetzt in unsere Main Window XAML CS Datei gehen, die Code Behind, und hier eben jetzt weitermachen. Wir holen uns mal wieder den Kontakt. Kontakt Listbox Selected Item as Kontakt. If Kontakt gleich Null, Return. Wir machen nichts. Und was wir noch machen werden, ist jetzt hier eben einen neuen Dialog erstellen. New editiere Kontaktdialog. Dem geben wir eben die Überschrift mit editiere Kontakt. Und der editierte Kontakt ist eben unser Kontakt, der gerade in der Listbox ausgewählt ist. Und wir rufen dann eben dialog.showDialog auf, damit das wirklich sozusagen modal aufgerufen wird. Das Main Window wird dadurch blockiert, das werden wir gleich sehen. Und wenn hier jetzt eben True zurückkommt, dann können wir tatsächlich. Ja, eigentlich müssen wir dann was machen. Beim Editieren nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall ShowDialog aufrufen. Okay, ich sehe das Problem. Das heißt, nee, wir müssen nur ShowDialog aufrufen. Es wird ja nicht übernommen, wenn wir abbrechen drücken. Das ist vollkommen okay. Gut, das ist eben einmal das Editieren. Das Erstellen ist natürlich etwas anders. Auch hier holen wir uns wieder den Kontakt. Kontakt-Listbox selected item as Kontakt. Wenn der Kontakt gleich null ist, dann mache ich hier ein Return. Ich mache mir wiederum einen Dialog auf. New editiere Kontaktdialog. Und hier haben wir eben die Überschrift neuer Kontakt. Und der Kontakt, den wir editieren möchten, ist eben ein New Contact. Ah, und ich muss hier einen Vornamen angeben. Das werde ich an dieser Klasse noch ändern, dass man das auf jeden Fall machen muss. Da bin ich gar kein Fan von. Den Vornamen kann man ja auch noch nachher ändern. Das heißt, ich werde das hier jetzt rausnehmen und damit überhaupt diesen Standardkonstruktor, den brauchen wir ja dann nicht mehr schreiben. So, hier habe ich eben ein neues Kontaktobjekt. Und jetzt mache ich tatsächlich einen ShowDialog-Aufruf und überprüfe, ob hier True zurückkommt. Wenn das nämlich der Fall ist, dann werde ich jetzt eben hier in die Kontakte diesen neuen Kontakt hinzufügen. Das werde ich direkt so machen, damit ich das etwas sauberer habe. Und hier füge ich dann den Kontakt hinzu. Und das ist im Wesentlichen das, was wir brauchen. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das ist hier natürlich ein Problem. Okay, das müssen wir noch schnell ändern. Vorname ist eben Walter. In diesem Fall.
Und hier brauchen wir noch Ink. So. Und unsere Solution bildet wieder. Und wir können jetzt hier eben sagen, wir möchten ein... Wir möchten nicht. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich hier den Fehler eingebaut habe. Wenn Erstellen-Button gedrückt wird. Okay, wo ist der Fehler? Naja, dann gucken wir doch einfach mal, wo hier der Fehler ist. Ja, das ist ja absoluter Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Das brauchen wir natürlich nicht, wenn wir einen neuen Kontakt erstellen wollen. Verzeihung, das war nicht sehr klug von mir. Wir probieren es gleich nochmal aus, aber eine Sache werde ich noch schnell ändern, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich werde dieses Fenster die Windows Startup Location auf Center Screen festlegen. So. Okay, dann können wir hier eben die Sachen, also löschen ging ja auch vorher. Und wir können jetzt hier eben, das werde ich auch dann nochmal ändern. Hier haben wir eben Kenny Pflug, der hat Geburtstag am 12.02.1987 und Telefonnummer, ja, irgendeine. Und kenny1.pflug@rota-regensburg.de, okay. Ich sehe, ich werde vielleicht diesen Dialog etwas größer machen, aber wir sehen jetzt eben, der Kenny Pflug ist dabei und wir haben hier also auch die Daten jeweils hinzugefügt. Ich kann ja auch noch einen neuen Kontakt erstellen und wenn ich jetzt aber irgendwas anderes eingebe und dann auf Abbrechen klicke, dann sehen wir, passiert hier nichts. Kann man sich natürlich noch überlegen, wenn ich hier Abbrechen drücke, dann soll ich hier nochmal eine Meldung bringen, wenn er zum Beispiel Daten schon eingegeben hat, also dass er aus Versehen auf Abbrechen klickt, aber das ist dann eine Schönheitskorrektur. Das eine, was ich noch ändern werde, ist, dass ich hier auch die Windows Startup Location auf Center Owner setze. Und das kann ich hier im Übrigen ja auch festlegen, wenn ich die Owner ist in this. Genau. Und genauso werde ich das hier unten auch machen. Das heißt, das Main Window ist eben sozusagen der Owner oder man kann es auch als Parent bezeichnen für diesen Dialog. Und dadurch erscheint dieses neue Fenster nicht einfach irgendwo auf dem Bildschirm, sondern jetzt tatsächlich hier direkt über unser Main Window. Dann habe ich gesagt, ich möchte noch den Dialog etwas breiter machen. Width, ja, gehen wir mal auf 400. Und dann, wenn ich jetzt plus aufrufe, dann kommt eben dieser Dialog hier jetzt direkt so. Und wenn, dann kann ich ja auch längere E-Mail-Adressen ohne Probleme eingeben, ohne dass der Nutzer eben manuell das Fenster vergrößern müsste bei jedem dieser Dialoge, die kommen. Genau. Okay, damit haben wir eigentlich das Wichtigste jetzt implementiert. Es kommt natürlich jetzt noch das Speichern hinzu und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir hier in den Composition Route nicht mehr nur Standardkontakte erstellen, sondern wir benutzen jetzt tatsächlich auch den Persistenz-Service. Okay, und wir möchten den jetzt eben nutzen, um zu laden. Observable Collection of Contact und was muss ich hier nochmal ein? Bloß den Dateipfad. So, und dann, ich kodiere jetzt hier den Dateipfad tatsächlich hart rein. Eigentlich könnte man den in app-config reinsetzen, damit man ihn quasi auch nach dem Kompilieren noch ändern kann, aber aus Einfachheitsgründen sage ich jetzt einfach, das soll kontakte.xml heißen, so wie üblich.
Okay, und wenn dieses Laden eben nicht funktioniert, eine List of Kontakt, Kontakte. Ich glaube, ich brauche dieses Ist-Sprechen gar nicht angeben. Auf jeden Fall möchten wir jetzt hier eben ein Try-Catch machen. Und wir setzen das hier rein. Und wenn wir eben nicht laden können, dann laden wir uns die Standardkontakte. So. Die Exception, die hier eben kommt, das wäre eine Datei, eine IO-Exception. Wegen was anderem möchten wir bitte nicht abbrechen müssen. Das Ding können wir konstant machen. Und so kriegen wir jetzt eben unsere Kontakte. So, warum hat er jetzt hier ein Problem? Ja, das ist richtig. Kontakte ist gleich das hier. Ja, und wir werden noch eine andere Sache machen müssen, nämlich das Speichern. Und zwar ist es letztendlich nichts anderes, als dass ich hier den Persistenz-Service eben nutze, um zu speichern. Dazu muss ich mir den natürlich übergeben lassen. Das heißt, ich mache mir hier eine public persistenz service und ich lasse mir den hier eben übergeben. Na, obwohl, das soll nicht nein sein. Also, if value gleich null, throw new argument null exception value und persistence service ist eben gleich value. Und wir stellen uns hier eben ein neues Feld dazu. Weg. So. Ich kann hier dann einfach speichere Objektgraph aufrufen, eben auf Kontakte. Und ich brauche natürlich auch noch den Dateipfad, auch den muss ich mir übergeben lassen. Set. Oh, schade. Naja, machen wir es mal in der Variante. Okay, das ist eben der Zieldateipfad und die Kontakte. Okay, damit sind wir jetzt eigentlich schon fast an dem Punkt, wo wir ans Ende kommen. Das Einzige, was ich natürlich noch machen muss, ist, dass ich in Composition Root jetzt hier nicht nur die Kontakte übergebe, sondern auch den Persistenz Service. Und den Zieldateipfad ist eben in unserer Variable Dateipfad. Und damit kann jetzt eben auch das Main Window in seinen Event-Händlern die entsprechenden Methoden aufrufen. Wir gucken das einfach gleich mal an, wie das funktioniert. Wir sehen hier, wir haben hier die Standardkontakte geladen, weil wir eben noch nicht die Datei haben. Wir können jetzt aber sagen, wir speichern das Ganze mal. Wir haben jetzt noch keine Statusnachrichten für den Nutzer, dass es funktioniert hat, aber das werde ich, glaube ich, gleich noch einbauen. Und wenn wir jetzt eben hier nochmal eine neue Person hinzufügen,
Okay. Und wir speichern jetzt nochmal. Dann können wir jetzt das Programm eben beenden und neu laden. Und wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt tatsächlich die Dateien oder die Elemente aus der Datei geladen, die wir vorher hatten. Also ich bin jetzt auch mit dabei. Okay. Dann schauen wir uns als nächstes noch an, wie wir den Nutzer irgendwie benachrichtigen können, dass wir was geändert haben. Im Prinzip werde ich das, glaube ich, so machen, dass ich hier, wenn eben erstellt wird, signalisiere Speicher notwendig, nenne ich diese Methode. Und das, was ich hier drin mache, ist einfach bloß, dass ich den Title um einen Asterisk erweitere. Also man sieht das manchmal in, also hier in Visual Studio sieht man es auch, deswegen kann man einfach mal hinzoomen. Man bekommt einfach ein sogenanntes Asterisk hier hinter die Datei, wenn festgestellt wird, dass wir speichern müssen. Und deswegen mache ich hier einfach bloß Title plus ist gleich eben dieses Asterisk-Zeichen. Und hier muss ich natürlich vorher überprüfen, if title. Hier könnte ich sogar mit auf den Character zugreifen. If title.last gleich eben ein Asterisk. Also hier muss ich dann natürlich diesen machen. Dann mache ich eigentlich das hier. Also ich füge das eben hinzu, wenn es notwendig ist. Private void. Entferne speichern Signal. Eben diesem Asterisk-Zeichen oder diesem Sternchen-Zeichen, sagt man auch auf Deutsch, dann müssen wir es eben entfernen. Title.ist gleich Title. Ich glaube, wir müssen einfach bloß. Achso, wir können hier sogar ends with benutzen. Das ist natürlich besser. Ends with dem hier. Also, wenn das nicht der Fall ist, das ist einfacher. So, und dann brauche ich einfach hier Substring, oder? Ich fange bei 0 an und gebe title.count. Length was. Minus 1. Ich lasse hinten bitte einen weg. Genau. Und dieses Speichern mache ich dann natürlich, wenn ich hier erfolgreich speichere. Das heißt, für eine Speichersignal. So. Okay, damit sollten wir jetzt eben einmal signalisieren, wenn wir hier adden. So, und jetzt muss ich hier tatsächlich doch noch auswerten, was hier passiert. If dialog show dialog gleich true, dann muss ich eben signalisiere speichern notwendig. Und auch beim Löschen muss ich das machen.
signalisiere Speichern notwendig. Genau. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Also ich kann hier eben sagen, ja, Kenny Pflug, wer braucht den denn? Den löschen wir wieder. Wir sehen jetzt hier eben, dass wir hier diesen Asterix oder dieses Sternchen haben als Hinweis, dass wir speichern müssen. Und wir, den Hank brauchen wir auch nicht, weil wir da eigentlich fast keine Sachen haben. Wir sehen ja auch, wir haben hier keinen Fehler gebaut, dass wir zu viele Asterix hier hinten ransetzen. Dann speichern wir das Ganze und wir bekommen eben wieder den Hinweis, dass es passt. Wenn wir dann unser Programm schließen und neu starten, sind hier eben wieder die entsprechenden Elemente da. Und wir können hier sagen, vielleicht war doch gar nicht so schlecht. Okay. Und wir sind hier wieder drin. Wir müssen speichern. Wenn wir speichern, ist das Signal wieder da. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Übung. Wir rekapitulieren nochmal. Hier eine Master Detail View aufgebaut, macht man üblicherweise eben, indem man hier einen Grid hat, indem man links oder an irgendeine bestimmte Seite eben meistens eine Listbox setzt, die eben mehrere Elemente enthält. Und dann im Detailbereich, wenn man es in der einfachen Variante macht, macht man eben ein Stack Panel. Und da setzt man dann eben alle Elemente rein, die letztendlich die entsprechenden Einträge in einem Objekt oder Properties in einem Objekt repräsentieren. Hier unten haben wir noch Buttons hingesetzt. Das war jetzt in der Vorlesung so nicht der Fall, aber wir haben hier eben gesehen, wir können dann eben diese Buttons nutzen, um bestimmte, also diese Liste an Objekten letztendlich zu verändern. Wir haben dann eben gesehen, wie man diesen Dialog aufbaut. Das ist eben eine sogenannte Formularansicht. Wir haben hier eben eine Überschrift, die wir uns von außen geben lassen, deswegen sehen wir sie im Designer nicht. Wir haben hier Vorname, Nachname und so weiter, eben alle Felder, die von Kontakt repräsentiert werden sollen. Und wir haben hier dann eben auch OK und Abbrechen-Button und die entsprechenden Eingabe-Controls. Hauptsächlich werden eben Controls, die ähnlich aussehen sollen, über Styles animiert. Das haben wir in den Resources gemacht und diese Resources werden einfach in die Resources der Application reingemerged mit Merged Dictionaries, wie wir hier sehen. Auch die Startup URI habe ich eben von der Application weggenommen, damit ich eben hier meinen Composition Root in der OnStartup-Methode direkt angeben kann. Hier erstelle ich alles, was ich brauche. Hier versuche ich eben direkt die Objekte beim Start der Applikation zu laden. Wenn das nicht geht, stelle ich die Standardobjekte bereit. Und hier geht es dann eben weiter mit dem Fenster, das ich initialisiere. Und hier übergebe ich eben die Sachen, die notwendig sind. Das Ganze ist, wenn man Design Patterns betrachtet, noch hinten und vorne gar nicht gut. Aber im Prinzip reicht es eben, um eine einfache Applikation aufzubauen. Also man sieht schon einige Design-Patterns. Unsere Klassen sind nicht zu groß. Wobei, ehrlich gesagt, wird diese Klasse Main-Window für mich schon sehr bedenklich. Wir werden uns eben im nächsten Video, wo ich die Datenbankanbindung für dieses Projekt dann vorstelle, auch nochmal anschauen, wie man das Ganze nach dem sogenannten MVVM-Pattern durchziehen kann, sodass wir eben in der CodeBehind-Datei überhaupt keinen Code mehr haben, sondern dass wir die UI-Logik, also alles, was hier sozusagen an Logik enthalten ist, in eine separate Klasse auslagern, die unabhängig ist von irgendwelchen WPF-Elementen. Also wir leiten hier nicht von Window oder sonst irgendwas ab, sondern das sind wirklich bloß ganz normale Objekte und die werden dann eben über den Data-Binding-Mechanismus mit dem eigentlichen Aussehen, was dann hier eben definiert ist, verbunden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit. Bis bald.